Oder auch nicht, wer weiß. Hä? Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond, wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen, um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Na gut, dann machen wir das mal. Aber ich würde sagen, vorher kurze Laberstunde mit den beiden hier. Also. Hey, so. Gute Arbeit heute. Bist ein Naturtalent. Danke. Es wird definitiv einfacher. Ich muss sagen, nach all dem Scheiß bei Abstergo ist es schön, mal bei den Guten mitzuspielen. Bei den Guten? Mach dir doch nichts vor. Was willst du damit sagen? Falls du es vergessen hast, Rebecca, wir sind Assassinen. Ich könnte es nachschlagen, aber es bedeutet, wir bringen Menschen um. Nur wenn wir müssen. Man hat die Wahl und wählt zu töten. Ich habe nicht getötet. Nein, noch nicht. Aber was glaubst du, warum wir das alles machen? Glaubst du, Lucy verschafft dir Ezios Fähigkeiten, damit du in Südamerika Schulen baust und Reis an hungernde Indonesier liefern kannst? Was bist du, ein Veganer? Du wärst der erste vegane Assassine der Geschichte. Naja, es ist nicht ideal. Jemanden töten ist niemals einfach. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Manchmal, Desmond, muss das sein, damit sich etwas ändert. Da hat sie recht. Aber bilde dir bloß nicht ein, du hättest keine Wahl. Ich meine, geht es nicht genau darum, den freien Willen zu beschützen? Irgendwie ja schon. Da hat Sorry. Er schon recht. Ich wollte keine ganze große Sache daraus machen. Na, schon gut. Also, wie benimmt sie sich? Die Übersetzungssoftware ist noch zu langsam. Du wirst hier und da etwas Italienisch hören. Tut mir leid. Kein Problem. Die Maschine von Abstergo war auch nicht perfekt. Und die Untertitel sind definitiv ein Plus. Untertitel. Hm. Die könnte ich natürlich auch einschalten, aber nee, lass mal. Was kann 16 gefunden haben, das so viel Geheimhaltung erfordert? Oh, ich weiß nicht, leider. Lucy glaubt, es ginge um den Kodex. Ich bezweifle das. Bin gespannt, ob es so einschneidend wird, wie 16 glaubt. Scheiße, dürfte ich den Animus benutzen, hätte ich es längst herausgefunden. Stattdessen, wie immer, muss ich hier auf der Ersatzbank sitzen. Ja. Was hast du vor? Wer bist du, meine Mutter? Ich habe Hinweise auf Codex-Seiten verfolgt, um zu sehen, ob es noch welche davon gibt. Und? Nichts Konkretes. Eine soll im Archiv der Zentralen Nationalbibliothek von Florenz sein. Ein paar sind wohl bei Sammlern gelandet. Vermutlich Templer. Ich würde ja jemanden losschicken, aber wir haben nicht viel Personal. Wie ist der Codex nach Italien gekommen? Ich meine, ist das ein Zufall? Dante Alighieri, mit Hilfe von Marco Polo. Im Ernst? 1321 ist irgendwas passiert, ja. Nun, ich arbeite noch an den Verbindungen. Aber, soweit ich weiß, begegnete Marco Polo den Assassinen beim Besuch Kublai Khans. Und ja, dort muss er den Codex erhalten haben. Und wieder zurück in Italien übergab er ihn Dante. Dante war ein Sympathisant, wenn nicht gar selbst ein Assassine. Tja, ich weiß nicht, was die beiden zusammenführte. Aber ich wette... Wir können es herausfinden. Ich glaube, Lucy möchte nicht, dass wir im Animus herumfuschen. Ja, stimmt wohl. Wir haben genug zu tun. Schätze, meine Neugier wird sich ein wenig gedulden müssen. Eigentlich schade. Das wäre schon interessant. Wie bist du hier reingeraten? Die meisten Assassinen sind wie du, Desmond, ja? Assassinen von Geburt an. Aber ich nicht. Ah, nicht schon wieder. Was? Er hat gefragt. Egal, ich hatte immer schon ein Faible für das Unerklärbare. Es hat etwas Faszinierendes, nicht? Das Gefühl, dass das Leben interessanter und mysteriöser ist, als man uns beigebracht hat. Und dann? Bist du einfach über die Assassinen gestolpert? Nein.
Eigentlich habe ich zuerst die Templer gefunden. Abstergo ist eine große Firma. Zu groß. Irgendjemand macht einen Fehler. Wie diese Sache mit dem Fluorid jetzt. Nur, dass ich das schon vor Jahren aufdeckte. Ich muss so 14, 15 gewesen sein. Du wusstest, dass Abstergo den Templern gehört? Nein, anfangs nicht. Ich wusste, dass sie nichts Gutes im Sinn haben. Und ich dachte, ich könnte etwas dagegen tun. Habe alles rausgesucht, was ich über die Firma finden konnte und in Newsgroups veröffentlicht, um die Wahrheit zu verbreiten. Um Leute zu suchen, die mir mehr erzählen konnten. Das muss sie aufmerksam gemacht haben. Nun, zum Glück zuerst nur Rebecca. Sonst würde ich jetzt wohl bei den Fischen schlafen. Gern geschehen. Ja, sie wollte mich warnen. Sie sagte, ich hätte mich mit den falschen Leuten angelegt. Und was hast du getan? Ich hielt dich für einen Psycho. Aber jetzt weißt du es besser. Jetzt weiß ich, dass du nur ein bisschen irre bist. In Kurzform. Ich habe seinen Arsch gerettet. Mehrmals. Ich hätte ihn einfach Abstergo überlassen sollen. Sieh an, jetzt spielt sie die Harte. Was ist dann passiert? Ich habe ein Talent, Desmond. Ich denke in Zusammenhängen, erkenne Verbindungen. Wie dein Adlerauge, weißt du? Nur nützlich. Ich bot ihm einen Platz bei uns an. Ja, hast du, ja. Die Alternative? Ein Leben auf der Flucht vor dem mächtigsten Konzern der Welt. Ich entschied mich für das Leben. Da bin ich eigen. Und nahm an. Und seitdem recherchiere und analysiere ich für sie. Das Beste ist, ich liebe es. Ja, gut. Das war die komplette Lebensgeschichte des Sean Hastings. Wofür ist das? Ich kontrolliere die anderen Teams. Andere Teams? Die Templer haben die Edensplitter mit Hilfe der Karte gesucht, die sie von dir bei Abstergo haben. Zum Glück hat Lucy uns eine Kopie besorgt, also können wir sie verfolgen. Und wie funktioniert das? Bisher ganz gut. Wenn sie auch nur einen der Splitter finden, bekommen wir Probleme. Ah, langsam fällt der Groschen, oder? Darum trainieren wir dich. Sobald du alles kannst, was du brauchst, schicken wir dich ins Feld. Was ist mit dir? Warum bist du nicht draußen? Ich bin nicht da draußen, weil ich andere Fachgebiete habe. Und ganz im Vertrauen, so ist es mir lieber. Aber täusch dich nicht, Desmond. Ich bin durch und durch Assassine. Ich habe getötet. Und werde es wieder tun. Es ist nur, dass ich es lieber nicht täte. Komplett verständlich. Absolut nachvollziehbar. Ja, ich würde sagen, lassen wir die mal in Ruhe. Und begeben uns runter. Nicht, dass wir noch die ganze Zeit hier rumlabern. Und ich komme gar nicht mehr zum Wort. Das ist auch nicht so schön. Aber ich will ja ein bisschen was von der Story zeigen. Von daher. Hallo, Lucy. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Dann zeig mal her. Also, ich soll ja herzeigen. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Na gut. Ich sehe schon, hier kommt man gut. Was ist hier los? Was? Hä? Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Ach so, ja, gut. Dann ist ja in Ordnung, jetzt bin ich beruhigt. Also, jetzt bin ich beruhigt, weil ich dahin... Muss ich dahin? Hallo? Ah nein, dahin muss ich nicht. Gut, das hätte mir vorher jemand sagen können. Oder ich finde es selbst heraus, das kann auch sein. Alter, du hast voll die Hallos. Was war? Achso, hier ist ein Sicherheitssystem-Ding-Sensor. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Das klingt doch gut. Also, dahin, jetzt, weiter. Nein! Ein Pferd? Pferde? What the hell is going on here? Also, Leiter, willst du mir mal helfen? Danke.
Und dennoch... Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Die Gruft? Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. Ja, gut. War's das? Wo habe ich noch irgendwo was vergessen? Sag mal. Ja? Ich glaube, ich habe irgendwo noch was vergessen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Ja, wo denn? Da ist das. Ja, na komm. Ach da, da unten, natürlich, da schaue ich auch sofort hin. Sensor, möchtest du von mir aktiviert werden? Ich glaube nicht, aber trotzdem tue ich's. Ha ha ha. Contenance. Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Da lächelt er. Naja, ich bin schneller als sie, deswegen bewege ich mich mal eben dahin und dann schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Was? Templer? Tempelritter? Was? Ich meine, was? Wer ist das? Hey. Was soll... Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist... Akkam. Und Altair. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Ja, gut. Das muss ein Ziel sein. Dann verfolgen wir dieses Ziel mal. Warum bist du jetzt auf einmal Altair, hä? Ich versteh's nicht. Aber es ist schon ein bisschen cool, dass das jetzt so ein kleines Revival ist. Ein bisschen habe ich Altair ja schon nach Teil 1 vermisst. Und wenn sich es jetzt auch noch so gut steuert wie hier. Assassin's Creed 1 mit den Features von 2 wäre eigentlich auch ganz cool. Oder auch mit der Missionsvielfalt davon. Denn ganz ehrlich, 1 kann man sich so nicht mehr wirklich gut antun. Man bemerkt, dass es ein wenig altbacken ist. Vor allem vom Missionsablauf her. Nee, das wäre echt was. Story und
Gegend von 1, aber die ganzen Features von 2 und den folgenden Teilen. Hätte was. Hallo Ubisoft, wenn ihr das hier hört, ich würde sowas gerne begrüßen, das ist auch irgendwie doppelt gemoppelt. Ich würde es gerne sehen und würde es auch begrüßen, wenn ihr euch das mal überlegen würdet. Natürlich, Teil 1 ist jetzt auch gerade mal 6 Jahre. 6 Jahre alt? Oh mein Gott. So alt. Naja, alt. Ist schon einiges. So. Und wieder so eine Stelle, bei der ich irgendwie zu blöd war, um darauf zu kommen, was man hier machen muss. Natürlich muss man hier einfach nur drauf springen. So. Aber ich war irgendwie zu blöd, um das zu kapieren. Früher. Naja, man wächst und wird reifer und man erkennt, dass man an solchen Balken hochspringen kann. So, letzter Abschnitt hier. Und da haben wir das Ziel. Aber warum bleibt es einfach so ruhig stehen? Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Mich auch. War das keine Templerin? Okay. Ich glaube, es gibt nur noch eine Sache, die ich tun kann. Moment mal. Todessprung. Warum folge ich nicht alter ihr? Hä? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Oh. Okay. Ich hoffe, ihr wisst auch, was das bedeutet. Ich werde es euch nämlich erläutern. Ha, ha, ha. So. Aber ich würde mal sagen, das reicht jetzt auch langsam für diese Aufnahme. Also es reicht langsam für diese Aufnahme. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. In die Schranken verwiesen. Achievement unlocked. Na gut, bevor wir jetzt in den Animus steigen, würde ich sagen, Aufnahmepause. Also, wieso ich jetzt in den Pausemodus gehe, weiß ich auch nicht. Naja, hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr übersteuert. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen, diese Aufnahme, die vorherigen Folgen. Denkt mal über ein Abo nach, wenn ihr das hier gesehen habt. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Alex. Oder iLink555, wie ich ja eigentlich hier auf YouTube heiße. Auf your top. Insider. Tschüdelö.